der herrlichen Rennstrecke in der Eifel zum großen Preis von Deutschland 1938. Ein heißer Kampf steht bevor. Fieberhafte Spannung herrscht auf dem Ring, in der ganzen motorsportlichen Welt vor diesem Dart. Rennwagen haben den Kampf über 22 Runden gleich 500 Kilometer aufgenommen. Vier Mercedes-Benz und vier Auto Union für Deutschland, vier Alfa Romeo und sechs Maserati für Italien, zwei Delahaye für Frankreich. Um Bruchteile von Sekunden geht der Kampf in Kurven, Steigungen, Geraden und Gefällen. Und dass der so gewonnene Zeitvorsprung nicht durch unnötigen Aufenthalt beim Tanken und Reifenwechsel wieder verloren geht, dafür sorgt die Boxenorganisation. Jeder in der Boxe hat seinen bestimmten Aufgabenbereich. Jeder Handgriff ist 100-mal geübt, jedes Werkzeug liegt haargenau am richtigen Platz. So kommen die bewunderten Rekordleistungen der Mercedes-Benz-Rennmonteure zustande. Reifenwechsel und Tanken in 21 Sekunden. Die Zeitnehmer sind Richter über Sieg und Niederlage. Manfred von Brauchitsch liegt an der Spitze. Endlich scheint sein glühender Wunsch in Erfüllung zu gehen. Sieger im großen Preis von Deutschland zu werden. Doch das Schicksal hat es anders beschlossen. In der 15. Runde halten Brauchitsch und Siemen vor den Boxen. Planmäßig verläuft die Arbeit der Monteure. Da geschieht das Unfassliche. Brauchitschs Wagen fängt Feuer. Rennleiter Neuer packt entschlossen zu und reißt Brauchitsch aus dem Fahrersitz. An Brauchitsch brennendem Wagen vorbei, geht Siemen an die Spitze des Feldes. In kurzer Zeit gelingt es den Monteuren, des Feuers Herr zu werden. Ihre Geistesgegenwart und Disziplin hat hier im wahrsten Sinne des Wortes die Feuerprobe bestanden. Bravo Manfred, ungebrochen ist sein Mut. Ohne Zögern besteigt er seinen Wagen von Neuem. Doch er hat abermals Pech. Sein Wagen gerät in den Graben und er muss ausscheiden. Als er zu Fuß zu den Tribünen zurückkehrt, begrüßt ihn brausender Beifall. Siemen und Lang beherrschen nun überlegen das Rennen. Im großen Preis von Deutschland 1938, Doppelsieg für Mercedes-Benz.